kann ich helfen? Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Was? Wenn es sein muss. So, ich denke aber mal, das waren alle hier drin. Wow. Und ja, das ist der Hauptraum. Ja, in Ordnung. Was ist los? Ich möchte mich ja nicht einmischen. Ist das alles? Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Sag, was du in Ordnung. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ist das alles? So, noch hat die Müdigkeit keine Probleme, außer das Jammern. Wir müssen rasten. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes. Wie kann ich helfen? Ich höre. Wenn es sein muss. So, das hier sieht nochmal wie eine Folterkammer aus. Ja? Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Ja. Es soll geschehen. Ein unsäglicher Küchentisch beschmiert von blutunzähliger Menschen, die darauf geschlachtet wurden. Ach, das ist die Küche, okay. Sag was weiter. Ja, noch einer. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn ich noch einmische. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als. Ich muss mich bald ausruhen. Was los, wenn es dein Wunsch ist? Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. So, mal gucken. Also ja, das hier ist Räume der Blutung. Okay. Oh, ein sehr schön aussehendes Kettenhemd. Wie kann er in Ordnung? Also ja, auch wenn es ungemütlich ist, dann hier drin zu schlafen, ist das wahrscheinlich das Beste. Unheilvoller Panzer. Rüstungsklasse 3. Immunität gegen Tierfreundschaft, Personenbezaubern. Verwirrung, Befehl. Striktes Denken. Minus 2 Charisma beim Tragen. Kann nicht verwendet werden von allem, was gut ist. Druide, Magier, Mönch, Sie könnte ihn tragen. Sie trägt ja ein Kettenhemd. Das wird aber ihr Charisma senken. Ja. Fürs Erste kann sie es tragen. Ja. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Trank der Lebenskraft, okay. Was ist hier dann noch drin? Mittelgroßer Schild. Schild der Roten Ritterin. Über diesen Gegenstand ist nicht viel bekannt. Fest steht einzig, dass er früher der Roten Ritterin gehörte, einer treuen Anbeterin und Soldatin Tempus.
Vereinzelt wird in Ferun ein Kult der Roten Ritterin praktiziert. Die wenigen Dinge, die über diese Religion bekannt sind, deuten darauf hin, dass die Rote Ritterin nahezu als Göttin angesehen wird, die für Strategie und Taktik im Krieg steht. Die Glaubensgemeinschaft besteht nur aus ein paar kleinen Gruppen von Temporanern, die die Vorliebe der Roten Ritterin für militärische Ordnung und Strukturen verehren. Der Schild ist schlicht und einfach konstruiert und mit einem kleinen Symbol eines Pferdekopfes verziert. Rüstungsbonus plus 4 statt plus 1. Ja. Wie sieht das hier oben dann bei dir aus? Nee, gib mir ihn ihr. So. Dann kriegen wir langsam mal unsere Leute auf niedrige Rüstungsklassen. So, nein, wollte ich nicht. Sag, was du von mir willst. Quicksave wollte ich machen. Weiter! So, und da ist jetzt der Endraum der Schlange. Also, falls ihr es nicht gemerkt habt, das hier ist eine sich bindende Schlange. Hier ist der Schwanz und wir sind am Kopf angekommen. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Was? In Ordnung. So, hier sind sehr viele Kisten. Was? In Ordnung. Wie kann gewiss? Was ist los? So soll es geschehen. Also ja, wenn ich richtig sehe, ist hier Xulumai und ja, 4 Elite-Krieger und 2 Priester. Wie kann ich einverstanden? Dein Befehl. Vorwärts! So, ist es tatsächlich so weit gekommen? Ich hätte nicht erwartet, dass eine Gruppe Einheimischer sich in meinen Rachefeldzug einmischt. Warum seid ihr hierher gekommen und tötet meine Untergebenen? Untergebene? Ihr meint die Schlangenmenschen? Von was für einer Fehde redet ihr? Kennt ihr das Herzsteinjuwel? Ich bin hergekommen, um eure Kinder zu töten, weil sie Menschen aus Buddha versteppt haben. Ich bin hergekommen, weil ich weiß, dass ihr für alles verantwortlich seid, was am Pass geschieht. Die Entführungen, das seltsame Wetter, die Untoten im Tal, die Lawine. Ihr steht hinter all dem. Ich bin gekommen, um das Herzsteinjuwel und keinen toten Händen zu entreißen. Untergebene, ihr meint die Schlangenmenschen. Das sind keine Schlangenmenschen, du Ignorant. Das sind Yuan-Ti, treue Diener und würdige Erben des Königreichs, das ich ihnen eines Tages, wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe, hinterlassen werde. Wir haben Xunuma im Herzen vom Drachenauge getroffen. Sie war überrascht, dass wir dort waren und bei ihrer Fehde dazwischen funkten. Wir erkundigten uns nach ihren Ergebenen. Sie sagten, sie seien die Yuan-Ti, die ihr Königreich erben würden, wenn ihre eigene Mission zu Ende sei. Aufgabe? Was für eine Aufgabe? Mein Rachefeldzug geht dich nichts an. Deine Bedeutung in dem großen Plan der Dinge ist völlig nichtig. Du bist nur ein Staubkorn, das für einen Moment durch das Meer der Zeit wirbelt. Ihr habt recht, oh Mächtiger, aber sind wir nicht alle Staubkörner in einem Meer aus Zeit? Aber ich kann helfen. Warum habt ihr das Herzsteinjuwel gestohlen? Nehmen wir die zwei. Nein, du bist eines von vielen Glühwürmchen, die für einen Moment in der Nacht tanzen und die in ihren hellsten Momenten denken, sie könnten das Universum nach Belieben beleuchten. Ich bin ein Stern. Ich wurde geboren, als deine Welt ihre Formen annahm. Ich bin so dauerhaft wie die Zeit. Wohin ich gehe, schlagen höllische Gezeiten gegen fremde Ufer und hoch
hochentwickelte Zivilisationen ertrinken in Blut. Ja, warum braucht jemand so mächtiges wie ihr das Scherzsteinjuwel? Das Juwel ist ein Gegenstand mit unglaublicher Prophezeiungskraft. Nur diejenigen mit besonderen Verbindungen zum Natürlichen oder Übernatürlichen dürfen es nutzen. Aha. Dieser Stein verleiht Sehen über das Sehen hinaus und kann sogar physikalische und magische Hindernisse in seinen Offenbarungen durchdringen. Ich nutze ihn nicht, um meine Angelegenheiten geheim zu halten. Ich verwende ihn aus persönlichen Gründen. Es gibt ein Problem, das Juwel könnte uns helfen, Kuldan mit Wärme zu versorgen und so zu verhindern, dass die Kälte alle im Ort tötet. Die Menschen dort brauchen das Juwel mehr als hier. Tut mir leid, wir brauchen das Juwel. Gib es heraus. Nehmen wir die zwei. Du kannst es nicht haben. Es gehört mir. Wenn ich es nicht mehr brauche, werde ich es an meine treuen Diener weitergeben. Aha. Wenn ihre Pläne versagen, nimm ihnen einfach das Juwel weg. Ich habe wenig Verständnis für Versager. Ihr fangt mir langsam an, auf den Geist zu gehen. Hier mit dem Juwel, es gibt Ärger. Mir gefällt eure Einstellung, aber ich muss leider darauf bestehen, dass ihr mir das Juwel gebt. Also gut, ich habe es versucht. Lebt wohl. Du gehst nirgendwo hin. Ich werde mich ein bisschen daran erfreuen, dich für das Vereiteln meiner Pläne zahlen zu lassen. Ach, jetzt auf einmal. Betet, dass eure Seelen bereit sind. Sind sie es nicht, werdet ihr bald meinen Untergebenen dienen. Aha. Ja, vorwärts. Bereit zu noch mit deiner Erlaubnis. Verschlossen? Was? So soll es geschehen. Mist. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ich muss also hier drin kämpfen. Dein Befehl. Einverstanden. Bereit zu noch gern geschehen. Ja, gewiss. Okay. Mal sehen, was kann sie uns noch so verzehren. So, ist es tatsächlich so weit gekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass eine Gruppe... Mein Rachefeldzug geht dich nichts an. Deine bedeutet nein. Ich wurde geboren, als deine Welt ihre Form... Das Juwel dieser Stein... Du kannst es, wenn ihre Pläne... Du gehst nirgend. Betet, dass eure Seelen bereit sind. Sind sie es nicht, werdet ihr bald meinen Untergebenen... Okay, jetzt brauchen wir dringend mehr Kämpf. Vor allem gegen Xunomai. Kann ich helfen? Verteidigungskoordination wäre nicht schlecht. Ja, und raus aus der Giftwolke. Tötet lieber euch dagegen selber damit. Ja. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Nehmt keine Gefangenen! Wie kann ich am besten zu Dienst kommen? Feuerball, Rückzug. Ja, ich kann das machen. Okay, wir haben Xulo mal schon mal verletzt. Ich werde tun, was ich kann. Machen wir noch mehr draus. Wie lautet deine Aufgabe? Ja, sofort. Au. Da habe ich Xulo mal gekillt. Okay. Wie kann ich helfen? Ich würde mal sagen, ich speichere hier jetzt mal. Weil wir sind schon an der Zeit und Xulo mal jetzt nochmal zu probieren, kostet zu viel Zeit. Deswegen speichern wir jetzt LP011. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da den Dungeon heute noch durchkriegen, also diese Aufnahmesession, aber ja, Xunomai ist ein hartes Stück, das weiß ich noch. Ich glaube, Xunomai war der
schwerste Boss, den ich in Erinnerung habe, in Icewind Dale 1 im Hauptspiel jedenfalls. Es gab doch andere nervige, aber Xulumai war eins der schwersten. Definitiv. Gut, deswegen, ja, machen wir jetzt hier einen Cut. Also, bis gleich.